Computex 2018, wir haben ein weiteres Video für euch. Im Hintergrund seht ihr das 101, das ist das Wahrzeichen von Taipei. Und im 36. Stock hat Gigabyte eine Suite gemietet, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, wir sind in der Gigabyte Suite hier im 101 in Taipei angekommen und ja, es dreht sich alles um das Thema Aorus. Aorus ist ja die neue Gaming-Marke von Gigabyte, oder so neu, ja, jetzt auch nicht mehr, weil es ist schon 2-3 Jahre am Markt. Am Anfang gab es Grafikkarten davon, dann hat man mit Mainboards weitergemacht und dann hat man das Environment zusammengefügt für ja, eine Marke, die sich um alle Bedürfnisse des Gamers sozusagen dreht. Und ja, wir können jetzt sozusagen hier hinter uns mal den PC angucken, denn man hat dieses Thema jetzt zu Ende gedacht und hat wirklich alle Komponenten aus dem Aorus-Sortiment hier zusammengestellt. Grafikkarte und Mainboard ist klar. Dazu gibt es jetzt auch Speichermodule von Aorus. Natürlich RGB beleuchtet, wie sollte es anders sein? Und ja, dann gibt es zwei Varianten. Einmal die klassischen Speicherchips. Da könnt ihr zum Beispiel 2x8 GB kaufen. Und weil ja euer Board wahrscheinlich 4 Slots hat und Speicher teuer ist, kann man dann halt überlegen, ob man vielleicht einen Dummy nimmt. Der sieht genauso aus und hat aber keine Speicherchips innen drin. Steckt ihr genauso wie ein Speichermodul auf den RAM, leuchtet dann mit, lässt sich ansteuern über RGB Fusion und ja, macht das den Look dann sozusagen von eurem Rechner komplett mit sozusagen dann 4 Speichermodulen. Und ja, da hört es natürlich nicht auf, das heißt, neben den Speichermodulen haben wir auch tatsächlich eine Gigabyte SSD. Das ist jetzt das 512 Gigabyte Modul im SATA. In der SATA-Version wird es auch geben von Gigabyte. Und hier unter der Abdeckung versteckt ist auch das Aorus-Netzteil. Das heißt, es gibt auch dann ein entsprechendes Gaming-Netzteil aus der Serie, was dann natürlich entsprechend mit Leistung für Grafikkarten und so weiter ausgestattet ist. Ja, und neben Kühler und Gehäuse, die gab es ja auch schon vorher, ist das sozusagen vom Environment dann schon abgeschlossen. Das heißt, ihr könnt jetzt sozusagen ein komplettes System nur aus Aorus-Komponenten zusammenstellen. Und ich fahre mal ein Stückchen zurück. Da haben wir nämlich hier auch noch im Endeffekt schon das Headset von Aorus, die Tastatur und die Maus. Es wird auch ein Mauspad geben, zum Beispiel mit RGB-Beleuchtung. Ich sitze auf dem Aorus-Stuhl und dann könnt ihr quasi euren kompletten Gaming-Place sozusagen mit Aorus ausstatten. Der Monitor ist noch speziell, deshalb würde ich sich empfehlen, auf die Gamescom zu gehen. Da wird Gigabyte nämlich einen Aorus Monitor vorstellen, das heißt einen speziell auf Gaming getrippten Monitor. Und ja, dann habt ihr euer komplettes Setup tatsächlich im Aorus-Style. Das hat bislang eigentlich auch noch kein Hersteller geschafft. Und ja, deshalb interessant, das mal hier zu sehen, insbesondere auch mit den neuen Speichermodulen. Ja, Gaming-Boxen haben wir ja schon einige getestet. Das ist im Endeffekt dieses Gerät hier. Wenn ihr ein Notebook habt, was ein bisschen schwach auf der Brust ist mit der Grafikkarte, dann lässt sich da hervorragend mit einer externen Grafikkarte nachhelfen. Und Gigabyte hat mit der Gaming-Box im Endeffekt 3 Varianten. 2 basieren auf Nvidia, die sind für Windows-PCs. Die Aorus GTX 1080 und die Aorus GTX 1070 Gaming-Box. Man braucht Thunderbolt dafür und dann kann man das zum Beispiel an ein Gigabyte Notebook und natürlich auch an andere Notebooks anschließen. Treiber installieren und schon laufen eure Spiele sozusagen mit der Leistung der externen Grafikkarte. Für die Mac-User gibt es auch eine Lösung, das ist die RX 580 Gaming Box. Ja, das ist im Endeffekt die gleiche Variante, nur mit einer AMD-Grafikkarte drin. AMD-Treiber sind ja bei Apple durchaus unterstützt und deshalb bietet sich das für AMD besser an. Auch da braucht ihr Thunderbolt 3, um das mit dem MacBook dann halt zu verbinden und könnt dann halt die externe Grafikkarte nutzen, zum Beispiel zum Spielen, aber natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel kreativ arbeiten wollt, dann halt die Rechenpower von der externen Grafikkarte verwenden. Ein weiteres Mainboard wollen wir euch noch vorstellen, und zwar das Z370 Aorus Gaming 7 und hier in der OP-Variante. OP steht für Optane, das ist im Endeffekt hier die SSD von Intel. SSD ist ja falsch der Begriff, es ist ja eigentlich ein Cache sozusagen mit SSD-Technologie, mit dem 3D-Crosspoint. Und ja, das hat Gigabyte
quasi als Bundle im Angebot. Das Board ohne Optane kostet im Endeffekt 30 Euro weniger als mit Optane. Man kriegt 64 GB Optane mit dazu. Das ist natürlich ein Schnäppchenpreis. Normalerweise kostet die im Handel sehr viel mehr und man kann dann vielleicht sich noch eine fette Festplatte in den Hintergrund legen und den Cache dann sozusagen dafür nutzen. Von der Performance her lernt das System relativ schnell, was es cachen muss, was nicht. Und dann habt ihr im Endeffekt quasi SSD-Beschleunigung über die Optane-Technologie. Ansonsten schickes Z370-Board mit allen möglichen Features. Ihr seht die Beleuchtung, ihr seht die speziell verstärkten DRAM-Slots, die entsprechenden Slots hier auch für die Grafikkarten, die werden sogar auch mit beleuchtet. Amp-Up-Audio ist mit dabei und viele, viele andere Features, die bei Gigabyte Topboards mit dabei sind. Schicke Platine hatten wir auch schon mal, glaube ich, im Test in der kleineren Variante, die High-End-Variante hier noch nicht. Werden wir uns sicherlich auch mal angucken, da lest ihr also bestimmt in Zukunft auch noch was von uns. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Kommen natürlich demnächst auch noch mehr Produkte von Gigabyte auf den Markt mit neuen Chipsätzen. Da bleiben wir am Ball und natürlich berichten wir darüber auf hardwarelux.de.